Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir hier in unserem schönen Häuschen und wir beginnen natürlich auch direkt mit The Secret of Mana, mit der Hintergrundmusik, finde ich echt genial. Ich bin gerade am Überlegen, was wir denn jetzt machen, denn ich habe vor, nach zwei Folgen quasi, ein neues Texture Pack drauf zu machen, und zwar das von Honeyball, die Christmas Edition. Da wir jetzt den vierten Advent haben und die Weihnachtszeit, der jetzt auch ansteht, habe ich mir doch mal gedacht, nimmst du dann ab da an mit einem neuen Texturenpack auf, und wenn die Weihnachtszeit wieder vorbei ist, dann wechseln wir einfach mal wieder. Ja, ich weiß noch gar nicht genau, was ich jetzt so machen will. Ich schau mal kurz in meinem Inventar, das ist natürlich rappelvoll. Ich kann mich jetzt auch daran erinnern, dass wir in der letzten Folge in der Höhle waren und geschürft haben. Und wir wollten jetzt quasi hier die ganzen Sachen wegräumen, die wir hier eingesammelt haben, so an Kürbissen und, hast du nicht gesehen, sowas wie Ofenkartoffeln und anderen Kram, den man eigentlich gar nicht zum Leben braucht. Und da wollte ich jetzt einfach mal nachschauen, was man hier zum Beispiel rohes Schweinefleisch, ja. Da kannst du zum Beispiel schon mal eintüten hier, und hier oben haben wir halt die Samen halt so, was halt so Samen mit sich bringen. So, auf jeden Fall definitiv haben wir dann hier noch, hier sind die ganzen, hier ist Eisenbarren, so. Das müssen wir dann noch reinstopfen. Redstone, ja. Redstone ist eine gute Frage. Melonenkerne, die tun wir auch mal erstmal hier rein, die brauchen wir ja erstmal nicht. Dann haben wir noch so Angelzubehör, das ist in der, nicht in der Müllkiste. Was haben wir hier? Giftige Kartoffel. Ja, was können wir denn in die Milky-Kiste tun, ha? Was können wir denn in die Milky-Kiste heute tun, lieber Sirius? Was haben wir da? Krimskrams. Ja, das sieht gut aus. Krimskrams, definitiv. So, und Ranken. Ja, Krimskrams. Hier alles Krimskrams. Oh, Diamanten hatten wir auch. In die Schatzkiste, jetzt haben wir schon 27 Diamanten. Eigentlich könnten wir uns ja auch mal eine Diamantrüstung besorgen, aber wir brauchen noch ein paar Diamanten. Denn ich will auch Diamantenwerkzeuge haben. Und was haben wir jetzt? Hier ist noch... Ach, hier ist Holz. Holz sieht schon mal gut aus. Holzproduktion. Da können wir dann hier alles zum Beispiel reintun. Wir hatten Tropenholz gesammelt. Das wollten wir jetzt anpflanzen, damit wir halt jetzt den Kakao eben noch machen könnten. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. Ja, hier Kohle, da. Das Zäunentor. Obwohl, die lassen wir erstmal da. Wer weiß, ob wir die nicht nochmal brauchen. Aber das, die Schienen hier können wir mal reintun. Ich hoffe, das ist auch richtig so, dass sie da hingehören, die Schienen. Oder? Sollen wir die lieber mal... Doch, die gehören dahin. Hier sind Leitern, Schienen. Ich finde das völlig in Ordnung. Holzkisten, ja, Truhen, so oder so. So, was haben wir denn hier? Hier ist Holz an sich. Da können wir ja das Tropenholz reintun, aber ich denke mal, wir werden noch einiges erstmal brauchen. Obwohl, wir nehmen erstmal nur 44 mit. Ich glaube, da sollten wir auskommen. Hier ist Kies. Kies haben wir jetzt nicht. Wir haben noch Pflastersteine. Hier ist die Kohle. Hier ist Erde. Und hier ist noch mehr Kohle. Kohle auf jeden Fall. Heizware. So, da mal alles rein hier. Und hier oben haben wir Raritäten. Steine, Pflastersteine sind hier. Und Erde haben wir dann folglicherweise hier. So, geschafft. Die Ofenkartoffel behalten wir natürlich. Das hier schmeißen wir in den Kasten. Das brutzeln wir. Hier, wir nehmen uns hier auch mal erstmal Steak raus. Das brutzeln wir auch. Hier das Schweinefleisch. Und dann würde ich einfach mal sagen, beginnen wir uns an die Feldarbeit. Haben wir denn jetzt überhaupt schon Kakao? Ne, haben wir natürlich nicht. Den sollten wir uns natürlich auch holen. Kakaobohnen. Und dann begeben wir uns an Schuften. Wuff. Ich höre einen Hund.
Hört ihr ihn auch? Ich frag mich nur, wo unser Hund ist. Jetzt sind wir weiter weg. Ach, da bist du ja, Kleiner. Ach. Er lebt. Unser Hund, er lebt noch. Komm mit. Hugo. Nee, Fluffy. Ich nenne dich Ruffy. Du bist jetzt Ruffy. Komm. Ruffy. Go to Papi. Komm, Papi will Kakaobohnen anpflanzen. Kommst du? Ja, fein. Komm, mach hinne, bevor es dunkel wird hier. Papi braucht neue Kakaobohnen. Unser tierischer Begleiter. Und dann... Oh, hier müssen wir auch nochmal mit Kies weiter ausfüllen. Und hier sollte, glaube ich, auch Kies rein, soweit ich mich nicht irre. Oh, das reicht bestimmt nicht mit dem Holz. Können wir bestimmt lange warten. Wir können ja mal schauen, ob es vielleicht doch hinhaut. So, hier zwei. Da waren es zwei. Eins, zwei, zwei. Eins, zwei, zwei, zwei. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja, da eigentlich nicht. Hua, abholzen. Aua. Obwohl doch, das könnte hinhauen. Oh scheiße, es wird dunkel. Wir müssen uns beeilen. So. Hopp, 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 aua. Hilfe! Hilfe, lass mich raus hier! Hund! Komm, wir müssen rein, es wird dunkel. Schnell! Bevor die bösen Tiere kommen. Komm! Ruffy! Komm, Papi will schlafen. Ja, fein! Feine, 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 feine. Ja, ein Süßer bist du. Ja, ein ganz süßer bist du. Ja, 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 ja. Du. Ja, komm. So, ich würde sagen, wir gehen mal eben schnell ins Heierbettchen. Und dann hätten wir das auch hier erledigt. Und ein neuer Tag wird dann anbrechen. Wo ist unser Hund? Ruffy? Ach, da bist du. So. Und dann würde ich einfach mal checken auf eine schöne Aussicht hier mit unserer Steg und so. Und ich sag da mal gute Nacht. Yeah. Ha, guten Morgen. Huch. Lol. Ruffy, ich bin traurig. Alter. Geronimo! Aua! Mann, alte Potsau, du! Was ist das? Kühe. Kühe am Strand, das geht ja mal gar nicht. Ich frag mich ja, was die Fische machen. Die sind wahrscheinlich gar nicht mehr da, weil ich den Mod nicht installiert habe. Ja. Doof dann. Weil das hier war unsere Fischfalle, wenn ihr es noch wisst. Die wird auch bald wieder aktiv sein. Hier ist ein Schaf. Hier ist unser Pool. Da müssen wir auch noch irgendwie mal was bauen bei Gelegenheit. Und hier geht's ja eh nach oben. So, wo bist du denn? Alter Lippe, du. Hallo? Ach, da. Gut, hier oben wollten wir noch eine Bibliothek reintun. Aber jetzt erstmal zurück aufs Feld und die Kakaobohnen hier ansetzen. Wo ist der? Der ist schon wieder, der kann sich ja teleporten. Vergaß immer, wo ist der Hund? Er teleportet sich. Teleportation. So. Jetzt brauchen wir Kies. Wir brauchen Kies. Wir sind also umsonst jetzt hier rübergelaufen und laufen jetzt wieder zurück, um Kies zu holen. Ah, Kies. Ich glaube, mit 28 Kakaobohnen kommen wir nicht weit. Dafür aber mit Kies. Die Schafe werden auch immer mehr.
Dann nehme ich mir mal eben hier den Kies und dann hauen wir mal eben hier kurz was weg. Beziehungsweise machen wir eben hier einen weiteren Weg, damit wir den halt abgeschlossen haben. Und wir halt nicht irgendwie voll aufs Leere laufen. Perfekt. Hier noch. Und hier natürlich auch noch. Ja, und kannst du mal sehen. Voll am Löppen hier. Das läuft ja wie geschmiert. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht alles aufbrauchen. Wir machen erstmal nur bis hierhin. Denn wir brauchen auch, wie gesagt, hier auch noch Wegsteine. Denn wir wollen ja auch hier ein bisschen unseren Spaß haben. Und von nichts kommt ja nichts. Hund, du weißt, dass du da in der Falle sitzt. Hund, komm mal da raus. Hund, komm mal da raus. Hund will nicht raus. Kommst du da jetzt raus? Muss ich jetzt hier erst noch weggehen? Was ist denn hier der Ausgang? Aha, da ist er raus. Jetzt schnell zumachen hier. So. Perfekt, das hätten wir. Jetzt können wir die restlichen 11 Keys hier auch noch verarbeiten. Wenn schon, denn schon hier. Einfach ein bisschen wegklatschen. Haben ja sonst eh keine Hobbys. Eine Schippe haben wir ja auch nicht. Fehlt ja alles. Ja, eine Schippe sollten wir uns holen. Wie unvorbereitet ich wieder hier in dieses Let's Play gehe. Das ist ja wieder mal ein Traum. Da ist unser Fridolin, das Schwein. So, was haben wir denn hier drin? Erde. Haben wir hier Werkzeuge drin? Haben wir nur die Werkzeuge? Ich brauche Schippen. Schippen, 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 Schippen. So. Werkzeuge. Eisenschaufel. Steinschaufel und Eisenschaufel. So, die Scheren kommen weg. Hier ist die Steinschaufel. Und dann sortieren wir das natürlich alles noch ein bisschen. So, schön, schön. Hier müssen Ofen, müssen wir auch noch was reinkloppen. Wir hauen hier mal jetzt das fette Steak rein und hier haben wir mal das Eisen rein. Dann brutzelt das auch schon schön im Ofen. Hund, angelaufen hier. Braves Ding. Weiter geht's. Mit der Schaufel bewaffnet, auf in den Kampf. Ich hoffe, wir kriegen in den Fingern keinen Krampf. Sonst landen wir beim Lanz. Und er bindet uns einen völligen kleinen Kranz. Dann hauen wir das hier einfach weg. Dann haben wir hier eine schöne Abrundung. Ich finde das eigentlich ganz ulkig. So, sieht auch etwas schöner aus auf jeden Fall. Und dann würde ich einfach mal sagen, hauen wir natürlich jetzt hier unten gleich den Boden auch noch weg und kleiden das einfach mit Kies aus. Dann haben wir zumindest jetzt einen eindeutigen Weg und wissen auch, wohin, wie was laufen soll und muss. Das hauen wir weg. Ich hoffe jetzt noch nicht, unser Hund kommt uns in die Quere, weil sonst macht der Aua. Das kann ich dem Hund jetzt schon sagen. Das wird wehtun. Und aufgepasst, es tut weh, ich sag's dir nur. Denk an das, was ich dir gesagt habe, es tut weh. Und es wird weh tun. Oh yeah. So, dann machen wir auch nochmal einen Weg. Dann haben wir zumindest die Felder alle abgegrenzt. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was hier hin soll. Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob überhaupt irgendwas gemacht werden soll. Vielleicht hauen wir einfach nur mal irgendwas aus Spaß hier weg.
Aber wir machen auf jeden Fall erstmal bis hierhin. So. Kiesweg hier und können dann auch mal was wegholzen. Und hier noch was hin. Hier hätten wir schippen können. Hier müssen wir noch schippen. Hier müssen wir erstmal schippen. Wir brauchen neuen Kies. Wo wir gerade hier schon mal sind, können wir auch direkt mal alles voll kiesen. Erstmal alles hier voll kiesen. Und hier ist Kohle. Haha, Cola, ra, Cola hier, Cola, was ist das? Sag mal nicht, das ist eine Höhle. Wollte ich schon meinen, nicht, dass hier noch eine Höhle kommt. Das wäre ja ultradimensional direkt vor unserer Klapsmühle hier eine Hütte. Nee, dem ist aber nicht so. Obwohl, hier kann man bestimmt was reinbauen. Wir können es ja erstmal auflassen. Eventuell machen wir eine Treppe runter und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. So, dann kann man ja trotzdem erstmal hier weitergehen und hier unten hauen wir dann einfach ein bisschen Erde rein. Wenn ich dann mal hier das soweit wieder hinkriege. Das zum Thema Kies. Ja, hier machen wir dann die Öffnung mal. Könnte auf jeden Fall ganz witzig werden. Und hier schauen wir später auf jeden Fall nochmal vorbei. Das lassen wir nicht aus den Augen. Jetzt müssen wir hier auch noch was wegkloppen. Denn das gefällt mir hier so nicht, der Stein. Sondern ich will da eher da rein haben. Das sieht dann alles etwas verführerischer aus, sage ich mal so. Und dann würde ich mal sagen, bringen wir jetzt noch den Kakao an, denn es wird schon wieder dunkel. Und dann gibt es wieder Gemunkel. Müssen wir zwei freilassen? Ich weiß gerade gar nicht. So. Wir müssen immer eine Seite freilassen. Wir machen einfach mal. Und wir müssen uns beeilen, es wird dunkel und damit ist echt nicht zu spaßen. So. Kakao läuft und ab in die Haia. Hundi, Ruffy, los, auf geht's. Ab ins Bettchen zu Papi. Wir bewaffnen uns wieder mit unserem Schwert. Man kann ja nie wissen. Und dann mal wieder auf nach oben. So haben wir von Tag 2 wieder hätte euch kein volles Bettchen gehen. Ja, Hundi! Uff. Guten Morgen! Ah, wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Kaffee? Hier ist eine Öffnung. Da müssen wir noch dicht machen. Hier machen wir jetzt gleich was hin. Wir haben noch Tropenholz. Hier müssen wir das hinbauen. Irgendwie eine Tür oder so. Das können wir aber jetzt auch machen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass da jetzt was reinkommt. Da nehmen wir aber Eichenholz, Birkenholz, Tropenholz, Eichenholz, Bretter. Ich glaube, mit zwei Stacks kommen wir gut aus. Hatten wir da noch eine Tür? Holzprodukt, wenn bei Holzproduktion, ne?
Nee, keine Türen. Dann machen wir doch mal eben schnell zwei Türen. Wenn ich jetzt gleich schon komme, dann stehe ich da oben und dann hat sich der Salat. So, dann hätten wir das. Und dann auf. Oben erstmal zumachen hier, damit wir auch. Ich meine, wir können auch hier unten ein Tor machen. Es geht natürlich auch, dass man hier dann so eine Tür reinhaut. Müsste man halt gucken. Das sieht auch ein bisschen kacke aus. Ne, wir bauen die hier oben einfach. Ich glaube, hier kann die ja bestimmt hin. Ich schau mal, ob es klappt. Bitte lass es klappen. Hund, du musst da mal weg. Nee, das ist kacke. Das geht so nicht mit der Tür. Da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Eventuell bauen wir die einfach hier hin. Machen hier zu. Ich glaube, wir lassen einfach offen. Ich meine, ist das total kacke? Oder wir bauen die echt hier unten hin? So, eine Tür hier, die andere da. Hund, geh mal weg da. Und hier müssen wir halt dann anbauen. Ist dann zwar doof, aber hier müsste man anbauen. Und hier ist ja der Zaun. Gut, dann müssten wir den Zaun hier wegreißen. Wir machen das einfach mal. Und hier dann auch ranbauen hier. So. Ja, ist natürlich doof. Bringt natürlich voll viel. Bringt natürlich voll viel. So, wir müssen jetzt quasi hier einfach mal alles umnocken. Indem wir einfach jetzt hier. Ich meine, es sieht halt. Es sieht jetzt irgendwie schäbig aus, ich weiß, aber. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie ich denn es jetzt anders machen könnte. Ohne dass wir jetzt hier Stress kriegen. Natürlich versuchen hier auch noch Treppen reinzubauen. Wuff, wuff, wuff. Hund, ich weiß. Aber wir müssen ja auch ein bisschen. Ach, wir sind ja direkt an der Quelle hier. Wir können ja schauen. Wir machen jetzt ja einfach mal. Wie hat er das denn gemacht? Hier so, ne? So eine. Aber wir haben doch Holztreppen. Quatsch. Warum mache ich denn hier jetzt. Ist doch alles Schwachsinn. Wir haben doch Holztreppen bei uns in der Holzproduktionskiste. Menno! Immer hier extra neue Holztreppen machen hier. Haben wir doch alles. Läuft. Peter Pan lässt grüßen. Ne? Peter Pan lässt grüßen und läuft aus seinen Füßen. Ich bin heute schon wieder so in Reimlaune. So, dann hier. Und hier. Dann können wir hier dicht machen. Und mit den Treppen hatte ich dann gedacht, hier hin. So.
Ja, und hier müssen wir dann den Boden lassen. Und hier quasi wieder raushauen. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne. Dann müssen wir hier. So würde ich jetzt dann, also so würde ich es jetzt machen. Ich weiß, es sieht vielleicht etwas doof aus. Aber anders wüsste ich es jetzt gerade nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, genau, eigentlich woanders hin. So. Ja. Zumindest besser als nix, würde ich mal sagen. Und hier kann man ja eine Leiter hochbauen. Das ist schon auch ganz witzig. So aufs Dach oder so. Gut, dann hätten wir das schon mal erledigt. Hund, kommst du rein? So, ist fein. So, was macht unser Steak? Hier Eisen ist gebrutzelt, Steak ist auch Rinne. Was haben wir denn hier? Feuerstein. Können wir direkt eigentlich mal wegkloppen. Und wir können direkt mal schauen, was unser Kakao macht. Hund, komm jetzt hier ein bisschen Freigang, damit ich nachher wieder in die Hütte setzen kann. Schön, schön. Einige sind schon echt gewachsen. Huch, hier kommen wir jetzt gar nicht mehr durch. Ist natürlich doof. Natürlich jetzt etwas eng. Also wir müssen definitiv diesen Gang freilassen. Und zwei braucht man auf jeden Fall. So, das hier kann abgeerntet werden und das hier. Schön, schön. Hier ist auch noch fertiger Kakao, also man kann sich nicht beklagen. Und jetzt können wir auch schon direkt mit den Samen hier einen neuen Kakao anpflanzen. Nur mal gucken, wie wir es machen. So, auf jeden Fall. Ich meine, am besten wäre es ja, wenn wir eigentlich die Gänge immer freilassen würden. Und hier würde ich sogar so freilassen. Da würde ich erst gar nicht irgendwas hinmachen. Großartig. So, das funktioniert auch nicht. Dann tun wir hier aber was hin. Und hier so oder so. Hier auch. Hier auch natürlich. Hier auch. So, dann hier noch. Hier kann geerntet werden. Da kann auch geerntet werden. Oh, die ernten sich aber schnell. Kannst ja gar nicht hinterher gucken, so schnell, wie die sich ernten. So. Hier und hier hatten wir. Hier hatten wir auch. Hier müssen wir jetzt noch. Das gleiche hier natürlich auch noch. Da und da und da hatten wir. Dann machen wir hier noch voll. Und 1, 2, 3 hier. Und hier lassen wir natürlich dann einfach. Merkt mir nicht, es wird schon wieder dunkel. Ich krieg die Krise. Es wird schon wieder dunkel, Freunde. Es wird schon wieder dunkel. Wir haben doch gerade erst geschlafen. Das kann doch nicht sein. Menno. Wir sind voll aus der Übung. Was hatten wir hier angesetzt? Nö, hier waren jetzt noch drei. Hier auch. Schau mal eben, hier war jetzt alles, hier war auch alles. Den ernten wir mal. 5, 5, 5. 1, 2, 3. 1, 2. So, da ist noch einer.
Hier noch einen hin, hier noch einen. Das bräuchte ich noch zwei Stück. Wenn ich jetzt noch einen braunen kriegen würde, das wäre super. Hey. So, und jetzt noch ein Dreier. Ein Dreier brauche ich noch. Gib mir einen Dreier. Ich brauche einen Dreier, aber hier, ich sehe keinen. Uff, doch hier. So, ein Dreier ist aber kein. Hier ist auch noch einer. Und hier ist ein Vierer. Den setzen wir natürlich dann einfach mal hier jetzt an und dann ab ins Heierbettchen mit uns. Zumachen. Hundi, komm schnell, ab ins Bett. Sonst kommt hier gleich ein Creeper, das wird voll fett. Der schwimmt im Fett. Das wird voll fett, der schwimmt im Fett. Das reimt sich ja gar nicht, ist ja voll kacke hier. Jetzt ab ins Bettchen. Gute Nacht. Ach, ein neuer Tag, ein neuer Anfang, ein Schaf am Meer und hier immer noch keine Fische, da wir noch nicht Most Creature Pack installiert haben. Und ein Kakao, den haben wir hier. Schön, schön. Zucker, ja, was man nicht alles hat. Und natürlich die Erde. Wir müssen einfach mal schauen, was wir hier noch so bauen. Erstmal machen wir jetzt auf jeden Fall hinten diesen, dieses Gefängnis weg. Wir hatten ja eigentlich mal einen Zombie gefangen, aber der konnte ja irgendwie wieder flüchten. Das Kackding. Ja, das war ja voll die Verarsche irgendwie. Ist der einfach geflüchtet und ich habe halt gedacht, so, ne, machst du so eine schöne Gefängniszelle und so. Da fällt mir übrigens ein, wir können die Gefängniszelle ja eigentlich rein theoretisch da in dieser Höhle machen. Wäre natürlich was Witziges, einfach mal so aus Spaß. Käme bestimmt was Witziges bei raus. Dann machen wir da so quasi so Gefängniszellen oder so. Hätte ich definitiv Bock drauf. Würde ich auch nicht nein zu sagen, könnten wir ja eigentlich machen. Unser Haus steht ja jetzt im Groben und Ganzen. Wir haben zwar noch keine Bibliothek, aber die kann man ja so nebenbei noch machen und bauen. Und natürlich würde ich mich, wie schon gesagt, riesig freuen, wenn ihr mir mal schreiben würdet, was ihr denn so gerne möchtet, was wir bauen sollten. Denn ich kann viel bauen, aber ich möchte natürlich auch das bauen, was ihr gerne haben wollt. Wenn es umsetzbar ist natürlich. So, hier alles mal wieder alles raus und dann Erde wieder rein. Und dann hätten wir das und dann könnten wir uns jetzt hier rein theoretisch den Berg, den müssen wir auch noch abtragen. Der geht mir schon die ganze Zeit irgendwie auf die Nerven, der Berg. Wir tragen den jetzt einfach mal ab. Ich schau mal, wie weit wir kommen. Oh ja, da geht ja einiges. So, definitiv bis dahin. Das ist schon mal gut. Natürlich geht's auch in die Tiefe. Hund, ne, da kannst du schön zugucken und lernen hier, wie der Papi das mal eben kurz regelt und dann mal macht. So, schön, schön. Ja, fangen wir mit der Erde an. Wie gesagt, alles muss eigentlich hier weg. Und ich habe echt keinen Bock eigentlich auf diesen Kackberg, denn der geht mir so auf die Nerven. So, kommen wir da dran? Ja, da kommen wir dran. Perfekt. Und da sollten wir auch noch dran kommen. Ja, das sieht gut aus. Huch, nee, da eigentlich nicht. Aber... Na?
Okay, es rappelt nicht, es funktioniert auch nicht. Also müssen wir jetzt einfach mal hier was wegmachen. So, einfach mal jetzt mal hier spontan hochklettern. Und mal eine kleine Bergtour machen. Und dann mal schauen, was hier so passiert. Das können wir alles hier wegcutten. Und hier oben tragen wir auch einfach mal alles ab. Ja, toll. Mit der Faust tragen wir die Erde ab hier. Ein Traum. Ja, Hund, kannst du mal sehen. Guck mal hier, wir spielen Chuck Norris. Haha. So. Geronimo, aua. Mann, alte Potsau, du. Da geht ja einer flöten hier an den Klöten, Alter. So. Eisenschaufeln. Zack, 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 zack. Eisen voll in die Face. So, Kies, Kies, Kies hatten wir ja hier. Und mit den Holzproduktionen tun wir jetzt einfach mal hier rein. Das hatten wir ja auch gesagt, die brauchen wir momentan nicht mehr. Werkzeuge an sich hatten wir natürlich hier alle drin. Und dann sollte das eigentlich gehen. So, Ressis, Rohstoffe, Eisen waren hier. Feuersteine waren hier. Samen waren da oben. Blumen waren bei sonstigem Scheiß. Noch mehr Kies. Gut, auf geht's. Wieder raus hier an die Arbeit. Wir müssen noch den großen Berg abtragen und das dauert natürlich noch eine Zeit lang. Deshalb will ich hier auch mal ein bisschen noch quatschen und babbeln. Wo ist der Hund? Ich versuche ja auch irgendwie dann mal, jetzt wenn ich dann das neue Texture Pack habe für Weihnachten, dass ich dann auch mal... Ich muss wieder ins Bettchen gehen hier. Dass wir dann auch mal vielleicht Weihnachtsmusik einspielen könnten. Ich bin natürlich gerade noch am Suchen nach Weihnachtsmusik. Ist gar nicht so einfach, die zu finden, ohne dafür Geld auszugeben, weil eigentlich habe ich keinen Bock dafür Geld zu bezahlen. Jetzt werden natürlich einige sagen, ach, der Sirius, der ist ja wieder geizig, aber meine Güte, ich würde diese Musik eh nur, weiß ich gerade gar nicht, vielleicht irgendwie, ja, ein paar Tage nutzen oder so und, dann wäre es eh wieder vorbei, ja, also das ist halt doof, wenn ich mir hier für 1 Euro dann Weihnachtsmusik hole und dann irgendwie nichts dabei rumkommt, weil, ich meine, schön ist es ja, aber es ist halt immer doof und, das will ich euch natürlich auch nicht antun. Berg hier. Aber wir kämpfen uns hier langsam durch. Handelt sich nur noch um Stunden, Minuten, Tage, Wochen. Hier ist schon das Ende, wie ihr sehen könnt. Also es geht ratzfatz eigentlich. Wenn man jetzt bedenkt, dass man das hier auch noch alles wegmachen kann. Dann ist man ungefähr so weit wie Captain Hook an Chicken McNuggets, die hier gerade rumlaufen. Put, 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 put. Hühner. Schön, schön. Ein Hühnchen für ein Tühnchen. So, hier auch noch mal ein bisschen Kleinholz machen. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Ich verlasse gleich einfach nur noch Stein übrig. Wir holen jetzt radikal die Erde hier raus. Am besten machen wir extra Truhen noch für die Erden. Ne, weil hier jetzt eine Schaufel nach der anderen kaputt gehen wird. Ach ja, dem Berg geht's zur Neige.
Und wir sind nicht mehr feige. Ah, Freunde, ich sag euch heute auf der Arbeit, das war wieder so interessant, ja. Ich hab mir gedacht, so, okay, dann musst du jetzt Let's Plays hier aufnehmen und so, wenn du von der Arbeit da kommst, ne, holst du dir mal Energy Drinks. Ja, hab natürlich die Energy Drinks auf der Arbeit im Kühlhaus vergessen. Ist natürlich ein Traum, jetzt stehe ich da ohne Energy Drink. Natürlich echt doof. Und ich habe irgendwie auch keinen Bock, morgen zur Tanke zu fahren. Weil morgen bringt mir das ja nichts. Dann hätte ich jetzt zur Tanke fahren müssen, aber da habe ich keinen Bock zu.